Es wird bestimmt ein sehr, sehr interessanter Abend. Es geht um Ethik in der Krebsmedizin aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir werden drei Referate hören. Das erste wird über unser klinisches Ethikkomitee eine Fallvorstellung sein, die Herr Professor Berker vorstellen wird. Wir werden dann ethische Aspekte aus der Patientenperspektive hören von Frau Professor Riha, die ich auch ganz herzlich hier begrüße, die mit mir die Co-Moderation und Programmgestaltung dieses Abends vorgenommen hat. Und dann haben wir diesmal als kompetente Referentin von außerhalb der Universitätsmedizin Frau Professor Eva Winkler vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Sie sind auch schon zugeschaltet, Frau Winkler, vielen Dank. Und Sie werden über ethische Aspekte der Präzisionsonkologie sprechen. Wir gehen mitten hinein. Wir haben als Zeitfenster angegeben 17 bis 19 Uhr. Es könnte auch sein, dass wir schon etwas früher fertig sind bei den drei Referaten. Aber fühlen Sie sich nicht gehemmt, alle, die sich zugeschaltet haben. Wir sind schon über 20, dass Sie auch Ihre Fragen in den Chat tippen, die Frau Professor Riha und ich dann aufgreifen können, diskutieren können mit den Referenten. Wir freuen uns, wenn es etwas interaktiv wird. Ja. Steigen wir jetzt ein in den Vortrag, der als zweiter gedacht war, nämlich Krebs aus Patientenperspektive. Frau Professor Riha ist allen, die hier an der Universitätsmedizin Leipzig tätig sind, bestens bekannt und auch darüber hinaus als Direktorin des Karl-Suthoff-Instituts für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Frau Professor Riha. Ja, danke für die freundliche Anmoderation. Ja, einen Abend über ethische Probleme, das ist vielleicht zum Teil ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Denn wenn ich das vergleiche mit der Zeit, als ich vor 25 Jahren hier nach Leipzig herkam, da war diese ethische Dimension weitgehend ausgeblendet. Man hatte die Position, ja, wir tun doch alles und wie kann es da ethische Probleme geben? Ich denke, dass vieles von dem, was ich vortrage, sich in der letzten Zeit in den Köpfen absolut etabliert hat. Das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen stärker auf die Spitze getrieben, um die Patientenperspektive auch in ihren irrationalen Seiten ihnen nahezubringen. Schauen wir zunächst einmal auf ein Stichwort, das man heute sehr oft hört und das man heute auch oft als Vorwurf benutzt, der technisierten Medizin gegenüber. Das betrifft gerade Krebspatienten, die ja auch nicht nur körperlich, sondern auch somatisch sehr stark belastet sind. Und aus diesem Grunde möchte ich eine Lanze brechen, sozusagen, für eine doppelte Perspektive. Zum einen, dass aus der Patientensicht sie sich oft in ihrer auch vielleicht irrationalen Dimension nicht aufgefangen oder wahrgenommen fühlen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Medizin selber aus ihrem Selbstverständnis heraus, es ja für ganz selbstverständlich hält, ein so komplexes Leiden wie die Krebserkrankung ganzheitlich anzugehen. Also auf beiden Seiten gibt es da ganz erhebliche Missverständnisse und das möge diese erste Folie visualisieren. Das kann man auch ein klein bisschen anders zum Ausdruck bringen. Aus medizinischer Sicht ist es sicherlich so, dass die Wahrnehmungsseite, die Seite der Pathophysiologie, die kognitive Einordnung, aber auch die Emotionen sehr wohl wahrgenommen werden. Wir sehen auch in der Ethikkommission sehr, sehr häufig neuerdings Studien, die genau diese emotionale, affektive Seite in den Mittelpunkt rücken. Worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, das ist der Punkt der Interpretationen, denn das ist ein Punkt, der in der Selbstmedikation eine große Rolle spielt, der bei den Patientinnen und Patienten eine Rolle spielt, wenn sie sich mit Ratgeberliteratur befassen oder wenn sie Blogs im Internet aufrufen. Das ist etwas ganz, ganz anderes, eine Interpretation, die weit weg ist von dem, was man üblicherweise in der gerade Hochleistungsmedizin an einer Universität üblicherweise wahrnimmt. Insofern ist es so, dass Krebs aus medizinischer Sicht natürlich ein Zeichen ist, das bestimmte Symptomatik entwickelt, das sich zu einem Syndrom in sehr vielen Fällen entwickeln kann, das aber auch ein Zeichen im kulturellen Sinn ist. Das heißt, Krebs ist auch in der Wahrnehmung von Patientinnen und Patienten eine Metapher, die einen kulturellen Hintergrund hat, einen historischen Hintergrund hat.
Und vieles von dem, was vielleicht ein bisschen altertümlich klingen mag, gerade wenn man es geschrieben vor sich sieht, das ist einfach eine Frage der langen Dauer, wie das die Mentalitätshistoriker so schön sagen. Der longue durée, das über Jahrhunderte hinweg, auch wenn der Diskurs vordergründig ein ganz anderer geworden ist, doch im Hinterkopf, sozusagen in der Mentalität der Menschen persistiert. Das heißt, die Zuschreibung von Sinn auf bestimmte Krankheiten, und Krebs ist da ein sehr prominentes Beispiel, das hat mit dem naturwissenschaftlichen medizinischen Kontext gar nichts zu tun. Das heißt, auf der Seite der Patientinnen und Patienten ist die Diagnose Krebs, auch wenn man sie noch so einfühlsam übermitteln mag, mit enormen Ängsten verbunden, mit einem Vernichtungsgefühl. Es ist also eine ganze Reihe von Szenarien, die man sich dabei ausmalt, was da alles passieren kann. Deswegen hier dieses kleine Zitat. Ich habe ein paar Zitate aus dem Alten Testament dabei, also nicht überrascht sein. Es ist einfach meisterhaft formuliert. Das nächtliche Grübeln, wo man sich alles ausdenkt, was passieren kann, was man empfindet, ein Wechselbad negativer Gefühle insbesondere. Und das ist das, von dem ich jetzt zunächst einmal im ersten Teil des Referats kurz vortragen möchte. Das heißt, es ist oft mit der Wahrnehmung der Krebsdiagnose verbunden, dass man ein absolutes, tiefgreifendes, existenzielles Vernichtungsgefühl wahrnimmt, was oft als Sturz aus der Wirklichkeit beschrieben wird, und verbunden mit einem Gefühl, mit dem alleine zu sein, auch wenn es ein stützendes Umfeld gibt und geben mag. Bis in diese persönlichen Ängste hinein dringt zunächst mal in der ersten Phase niemand ohne weiteres vor. Und dann gibt es eine weitere Fülle von Perspektiven, die alle den Zugang zunächst einmal in der ersten Verarbeitungszeit sehr stark einschränken. Das ist bei verschiedenen Erkrankungen ähnlich, deswegen habe ich auch Schwerkranker drüber geschrieben. Es ist also nicht ganz alleine typisch für Krebspatienten, aber es betrifft sie eben auch, auch wenn das Stadium, in dem die Diagnose gestellt ist, zunächst gar nicht einmal so dramatisch aussieht, objektiverseits. Aber die Diagnose allein weckt all diese Ängste und negativen Emotionen. Wenn wir also auf unser Standardrepertoire schauen, von dem, was wir in der medizinischen Ethik üblicherweise heutzutage bei der Bewertung von Fällen, das wird Professor Berker sicher noch im Detail zur Anwendung bringen, im Hinterkopf behalten, das ist die Prinzipienethik, zu Nutzen und Schaden zu vermeiden, das Selbstbestimmungsrecht zu achten und Fairness walten zu lassen. Da enthält dieses Autonomiekonzept einen gewissen Sprengstoff, die informierte Wahl, das ist alles in Ordnung, das weiß man schon jetzt inzwischen seit Jahrzehnten, aber auch die Vorstellung des Coping, die am Anfang zumindest in der deutschen Medizinethik gar nicht so besonders beliebt gewesen ist, gehört in diesen Bereich hinein. Und deswegen auch hierzu ein paar Bemerkungen. Die Reaktionsweisen, die man im Jargon der Medizinethik als Coping bezeichnet, die können nämlich nicht nur konstruktiv sein, das war lange das Missverständnis im deutschen Sprachraum, weil die Grundbedeutung, wenn man im Lexikon nachschaut, bedeutet mit etwas fertig werden. Und es gehört aber auch zu den Reaktionsweisen des Coping, nicht fertig zu werden, sondern zu verzweifeln und zu resignieren und sich zurückzuziehen. Das heißt also, das Spektrum der Möglichkeiten, wie mit einer solchen Herausforderung, die eine Krankheit wie der Krebs darstellt, umgegangen wird, das liegt sehr stark in der Person jedes Einzelnen. Und das kann man auch nur sehr schwer und nur sehr eingeschränkt positiv beeinflussen, mit allen Möglichkeiten, die man heute in der psychosozialen Begleitung haben mag. Auch dazu schnell ein Zitat wiederum aus dem Alten Testament. Also wenn man sich mit solchen schwierigen Lebenssituationen beschäftigt und das in großartige Worte gefasst finden möchte, dann kann man wirklich das Buch Hiob sehr empfehlen. Hiob ist ja eine Identifikationsfigur im Mittelalter gewesen für Menschen, die sich bedrängt gefühlt haben. Warum?
weil er eben auch völlig unverdient und völlig unverhofft in allerschlimmste Schicksalsschläge hineingeraten ist. Und er hadert dementsprechend auch. Die Verzweiflung ist in der linken Spalte großartig in Worte gefasst und es ist auch die Isolation, der Selbstrückzug großartig in Worte gefasst. Das ist also nichts, was jetzt erst in den letzten paar Jahren in der Medizinethik aufgefallen wäre, sondern das ist menschliche Erfahrung, die seit 2,5 Jahrtausenden ähnlich ausgefallen ist. Das heißt, die spirituelle Ebene, wenn man das jetzt mal hochtrabend so nennen mag, die mit der Krebserkrankung verbunden ist, die hat sehr wohl eine Reihe negativer Konsequenzen. Das kann man altertümlich mit dem Einfluss böser Mächte beschreiben. Das sieht so aus, als würde das gar nicht in unsere moderne Zeit passen. Das kann man aber auch einfach mit modernen oder modischen Wörtern wie Zivilisation oder Umweltgifte beschreiben. Die haben sozusagen die bösen Mächte von früher abgelöst. Und auch die Folge individueller Verfehlungen, was man jetzt heute nicht mehr mit Sünde und Schuld interpretiert. Aber das ist etwas, was auch in der Komplementärmedizin oft aufgegriffen wird, weil das für viele Menschen in irgendeiner Weise einen Nerv trifft, dass sie also in ihrer Biografie was falsch gemacht hätten oder dass sie sich falsch ernährt hätten und deswegen krank sind und so weiter. Also diese negative Seite, die auch eine spirituelle Dimension hat, die darf man nicht aus dem Blick verlieren. Das heißt, wenn man also Krankheit nun interpretiert im Rahmen dieses persönlichen Coping, dann kann das zunächst einmal eine ganze Reihe von negativen Dimensionen haben. Es kann aber auch, und das ist, wenn man so will, das Ziel psychosozialer Begleitung, das ist auch das Ziel in vielen Ratgebern, eine positive Seite haben. Als das wäre, dass man diese Krankheit jetzt beispielsweise nicht als Schaden oder als Bedrohung oder Ähnliches oder als reine Willkür eines chaotischen Schicksals interpretiert, sondern dass man für diese Krankheit einen Sinn in seiner eigenen Biografie findet. Also diese Optionen gibt es auch. Und das wiederum bedeutet, dass man diese Todesnähe, die man mit der Krebserkrankung assoziiert, ob sie nun korrekt ist oder ob sie objektiv gesehen gar nicht gegeben ist, die hat ihre Dimensionen, die Elisabeth Kübler-Ross schon in den 70er Jahren beschrieben hat. Interviews mit Sterbenden ist ein bisschen ein blöder Titel, der aber auch in der neuesten Auflage immer noch beibehalten ist, weil das eigentlich tatsächlich nicht Sterbende sind, sondern eben einfach schwer Kranke und überwiegend waren das onkologische Patientinnen und Patienten. Es ist ein Spektrum von 5 Möglichkeiten, 5 Optionen, die Kübler-Ross noch als eine Art Stufenmodell wahrgenommen hat. In späteren Auflagen wurde das modifiziert und diese hier zitierte Auflage hat eine relativ kritische Einleitung, weil man gemerkt hat, dass diese Möglichkeiten von Leugnen, Aggression, Verhandeln, Verzweiflung und Akzeptieren keineswegs ein Stufenablauf ist, sondern man fällt von einem Tag zum anderen in diese und jene Verarbeitungsmöglichkeit hinein. Es ist einfach das Spektrum der Möglichkeiten als eine anthropologische Konstante. Das ist also nichts sonderlich Typisches für Krebs. Es ist auch nichts sonderlich Typisches sogar für Krankheit, sondern es ist etwas, wie der Mensch auf eine schlechte Nachricht, auf eine Lebenskrise reagiert. Schönes Beispiel wieder für Aggression. Aus dem Buch Hiob, diese Sinnlosigkeit, die wahrgenommen wird, warum ich, warum jetzt, also wirklich wiederum meisterhaft formuliert und auch das Hadern mit Gott im Endeffekt. Das heißt, das Ziel, was man Kübler-Ross zum Teil vorgeworfen hat, dass sie das etwas sehr drängend ihren Patientinnen und Patienten immer vor Augen geführt hat, es sei doch jetzt langsam Zeit, in die Phase des Akzeptierens und der Sinnfindung einzutreten. Das hat man heute, sieht man heute deutlich kritisch ein bisschen, diese Haltung dahinter. Aber nichtsdestotrotz, es gibt diese positive Seite, wenn wir jetzt die spirituelle Dimension der Krebserkrankung betrachten wollen. Leiden als wichtige menschliche Erfahrung liest man sehr, sehr oft in Ratgeberliteratur. Oder dass es ein Weg ist, um
sein Leben neu zu bewerten, was wirklich wichtig ist im Leben, dass man Dinge anders sieht als vorher. Also diese positive Seite spielt tatsächlich eine außerordentlich große Rolle. Ob das nun jedem gelingt, das ist nicht garantiert natürlich, aber es ist, wenn man so will, das Ziel, das man sich in der Begleitung setzt. Nun ist es so, weshalb hat, wenn man Blogs liest, wenn man Medien sich anschaut, die Krebsmedizin trotz ihrer enormen Leistungsfähigkeit ein Imageproblem? Woran liegt das, dass man erstens die Bedrohung so sehr stark im Vordergrund hat, trotz der enormen Erfolge, die in den letzten Jahren erzielt worden sind, dass Krebs also längst nicht mehr die tödlichste Krankheit ist, die man haben kann? Weshalb auch der Eindruck, man habe es jetzt mit einer technisierten Medizin zu tun, man verliere seine Selbstbestimmung, man sei einem Betrieb ausgeliefert und, was man da alles lesen kann. Da prallen, glaube ich, die beiden Perspektiven zusammen. Auf der einen Seite die ärztliche Perspektive, die das Problem dieser kritischen Position im Publikum oft unterschätzt, die auch die sprachliche Kommunikation unterschätzt, zumal es häufig auch so ist, dass die Patienten, mit denen man konfrontiert ist, von ihrer spirituellen Seite, sei sie positiv oder negativ, in der Regel nichts verlauten lassen. Es wird auch oft der Kenntnisstand überschätzt und es wird vor allem die Rationalität der Patienten überschätzt, weil sie einfach in einer bestimmten Rolle, gerade in einem universitären Kontext, verankert sind und dann jetzt nicht mit irgendwelchen esoterischen Einwänden ihnen kommen. Das wird man möglicherweise in der hausärztlichen Praxis ein kleines bisschen zumindest häufiger hören. Und auf der Patientenseite ist es so, dass gerade durch die mediale Darstellung der Hochleistungsmedizin es da ein gewisses Misstrauen gibt, dass man durch eine Mühle gedreht würde. Das ist eine Metapher, die häufig verwendet wird, dass man sich selber als hilflos wahrnimmt und was auch ärztlicherseits oft unterschätzt wird, welch großes Bedürfnis Krebspatienten nach Eigenaktivität haben. Und das ist der Grund, warum sie sich komplementärmedizinischen Modellen zuwenden, die prima facie vielleicht überzeugend sind, die aber von den Betroffenen auch einen gewissen Zugang zu eigenen Engagements anbieten. Also sei es Psychotraining oder sei es sportliche Aktivität, die ja auch in der ganzheitlichen Betreuung seitens der Krebsmedizin angeboten wird. Aber wenn es aus anderem Munde kommt, wirkt es viel überzeugender. Oder Diäten einzuhalten. Einfach um ein Bedürfnis zu stillen, dass man nicht einem Betrieb ausgeliefert ist, sondern dass man auch selber etwas dazu beiträgt. Das heißt, im Hintergrund stehen, wenn nun die naturwissenschaftliche Medizin und die Komplementärmedizin aufeinander prallen, verschiedene Herangehensweisen an den Kranken. Die naturwissenschaftlich basierte Medizin beruht auf Statistik. Sie sortiert die Zeichen zu Symptomen und definiert daraus Krankheiten. Sie versucht, das Handeln zu objektivieren, wissensbasiert zu gestalten und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Das macht die Komplementärmedizin alles nicht. In der Komplementärmedizin ist ein Zeichen und fertig. Und das kommt vielen Patienten sehr entgegen, weil sie sich etwas irritiert fühlen, wenn etwas, was sie als Beschwerden präsentieren, von der Medizin ganz anders interpretiert wird und das eigentliche Zeichen als etwas anderes wahrgenommen wird, als sie es subjektiv fühlen. Dann, was die Komplementärmedizin sympathisch macht für Laien, sind die Einzelfälle, dass es um das subjektive Empfinden geht und um die persönliche Erfahrung. Das heißt, da steht die Kasuistik ganz im Vordergrund. Und da
Hallo, hier spricht Florian Lordig. Ich versuche gerade mal, ob ich zu hören bin, damit wir das Fehlerfeld hier identifizieren können. Vielen Dank für die Rückmeldung. Okay. Gut. Jetzt geht es weiter. Geht es jetzt wieder? Sie gehen am besten 2, 3 Folien zurück. Es sind heute erschwerte Bedingungen, aber vielen Dank. Okay, fangen wir vielleicht einfach hier nochmal an. Geht es jetzt? Ja, okay, super. Ja, unterschiedliche Herangehensweisen an den kranken Menschen. Das wollte ich Ihnen ganz kurz präsentieren. Die naturwissenschaftliche Medizin, die mit Statistik argumentiert, die Symptome zu Krankheiten gruppiert, die auf Objektivierung der Befunde setzt, die auf Reproduzierbarkeit des Handelns setzt. Alles das ist in der Komplementärmedizin nicht gegeben. Und paradoxerweise ist das genau das, was den Patienten entgegenkommt. Das heißt, das Zeichen, die sie selber wahrnehmen an sich, dass diese Zeichen bleiben, dass nicht jemand kommt und sagt, ja, Sie haben zwar dies und das, das bedeutet aber entweder nichts oder was anderes oder wie auch immer. Es kommt Ihnen auch entgegen, dass Sie als Einzelfall in Ihrer Subjektivität und persönlichen Erfahrung wahrgenommen werden. Das ist etwas, was man auch und vielleicht sogar gerade bei gebildeten Menschen findet, die sich unbefriedigt und nicht wirklich verstanden fühlen, wenn man das, was sie berichten, nicht in einer Weise für voll nimmt, wie das in der Komplementärmedizin geschieht. Also das ist zwar paradox und es ist auch in gewisser Weise bedauerlich, aber das muss man tatsächlich im Hinterkopf behalten und vielleicht auch offensiv erklären. Ja, diese Folie einfach nur exemplarisch für eine unendliche Fülle von Angeboten, die man auf dem Markt findet, tausende von Möglichkeiten. Ernährung spielt eine besonders große Rolle und die Diät kann gar nicht kompliziert genug sein, dass sie nicht ihr Publikum fände. Von daher ist das sicherlich der größte Faktor und es gibt da also sehr fantasievolle Beschreibungen, wie man in dieser und jener Weise etwas für seine Gesundung tun könnte. Die historische Dimension hat eine lange Tradition. Krebs ist eine Bezeichnung, die es seit der Antike gibt, die aber in vielen Fällen nicht etwas Spezielles meint, wie wir es heute verstehen. Das ist etwas, was erst im 19. Jahrhundert in unserem Verständnis definiert wurde. Kann man auch sagen, wir können in Leipzig stolz darauf sein, dass das Karl Tiersch entwickelt hat. Krebs ist in vielen Bereichen nach wie vor eine Metapher, gerade in der laienhaften Wahrnehmung. Und die große amerikanische Soziologin Susan Sontag hat in ihrem Buch Krankheit als Metapher diese Herangehensweise auch sehr stark gemacht. Bis ins Frühneuhochdeutsche hinein ist Krebs nicht mal ein konkretes Tier, sondern es ist ein Oberbegriff für allerhand Tiere, die ekelerregend sind, die schädlich sind und die alles Mögliche verzehren. Außerdem ist es ein Oberbegriff von Parasiten. Und in dieser Bedeutung eines von sich heraus Verzehrens, eine Variante der Schwindsucht durchaus, wird Krebs auch verwendet. Und dann ist es ein Oberbegriff für Entstellungen, die oberflächlich sichtbar sind. Auch das bereits in der Antike belegt. Und dann gibt es in Redensarten auch schon in der Antike Krebs als eine Metapher für etwas, was vergeblich und nutzlos ist. Und das bedeutet, wenn man in die Geschichte schaut, dann sind Krebsmittel traditionellerweise Gifte. Und wenn sie äußerlich appliziert wurden, dann waren sie hautreizend und auch nicht sonderlich angenehm. Alle diese vermeintlich längst vergessenen Begriffsdimensionen sind nach wie vor irgendwie noch präsent, offenkundig, in unserer Kultur zumindest. Und das steht im Hintergrund, wenn es die eine oder andere, wenn es das eine oder andere Missverständnis oder die eine oder andere irrationale Verarbeitung gibt.
Man sieht das bei der komplementären Medizin sehr schön. Die Krebsdiäten zum Beispiel häufig mit einer Reduktion von Kohlenhydraten, um das Tierhaus auszuhungern, oder Zufuhr von Lebensstoffen, Vitamin tatsächlich in dieser Grundbedeutung gemeint, oder die berühmte Mistel, auch das eine ganz offenkundig naturphilosophische Motivation, dass ein Parasit gegen einen anderen Parasiten verwendet wird und Ordnung gegen Chaos gesetzt wird. Also es gibt eine ganze Reihe von solchen komplementären Herangehensweisen, am bekanntesten immer noch die Krebspersönlichkeit, die in den 70er Jahren eine große Rolle gespielt hat, aber heute außerhalb der Komplementärmedizin eigentlich längst obsolet ist. Es gibt ein Buch, falls Sie sich interessieren, um das seriös nachzulesen, was jeweils dahinter steht und was klinische Resultate sein könnten. Krebs und Alternativmedizin 2 heißt es merkwürdigerweise, weil der Band 1 ein Tagungsband gewesen ist. Und der gleiche Titel und ähnliche Herausgeber haben das im Springer Verlag herausgebracht. Ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn Sie auf solider Grundlage mit Ihren Patienten kommunizieren wollen. Das heißt, das Stichwort Lebensqualität, das sollte man nicht der Komplementärmedizin überlassen. Das kann man wirklich heutzutage sagen. Offensiv kann man das ruhig ansprechen, dass das nicht eine Domäne sogenannter Alternativen ist, sondern dass das sehr wohl in der Therapieplanung berücksichtigt wird. Vielleicht tragen das die Patienten nicht selber vor, aber wenn man es selber in den Vordergrund stellt, dass man das sehr wohl im Blick hat und nicht nach einer beliebigen Statistik einen Vorschlag für eine Therapie macht, sondern dass man die Lebensqualität sehr wohl berücksichtigt, dann wäre das eine gute Brücke, die man vielleicht bauen könnte in diese spirituelle Ebene, von der man sonst nicht viel mitbekommt. Es wird im heutigen nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog für die Medizinstudierenden großer Wert auf den Aspekt der Heilkunst, auf den Kunstaspekt der Medizin gelegt. Das hat mich also sehr überrascht. Freut mich natürlich, deswegen hier eine kleine Erinnerung. Heute heißt das alles Englisch, Art of Medicine versus Science of Medicine, aber das ist eine uralte und bereits bei Hippokrates nachgewiesene Unterscheidung, dass es nicht nur um die rationale Medizin geht, sondern auch um die andere Dimension, die Medizin hat. Und eine letzte Metapher am Schluss: Arzt und Patient als Co-Autoren in Analogie zur Textinterpretation. Das ist eine sehr schöne Vorstellung, die man auch in der Krebstherapie finden kann, und die partizipative Entscheidungsfindung, um die es hier heute auch gehen soll, das ist etwas, was man unter diesem Aspekt tatsächlich wörtlich nehmen kann, also gemeinsame Autoren an einer kranken Geschichte. Ja, ich danke Ihnen sehr und tut mir leid, dass es zwischendurch kleine technische Probleme gegeben hat. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Poveseria. Das ist ein extrem spannender Vortrag gewesen. Und was unsere Teilnehmer nicht sehen können, ist, dass Sie den hier unter erschwerten Bedingungen gehalten haben, weil mittlerweile die Technik hier umgebaut werden musste. Herr Professor Berger ist bei uns, damit die Unzulänglichkeiten, die zur Verbindung zu seinem peripheren Arbeitsplatz bestehen, nicht wieder auftreten. Ich sehe hier im Moment noch keine Fragen oder Kommentare, die in den Chat eingegeben wurden. Sie haben aber noch die Möglichkeit dazu. So etwas, was mich immer wieder als Therapeut umtreibt, ist tatsächlich die etwas unterschiedliche Vorstellung dessen, was wir mit Therapien, die wir verabreichen, erreichen können. Also die Einigkeit zu erzielen mit einem Patienten, was realistische Ziele unserer Therapie sind, ist nicht immer ganz einfach. Gerade auch in der palliativen Situation ist es den Ärzten manchmal bewusster als dem Patienten, wo die Therapieziele liegen. Selbst wenn das schon mal besprochen wurde, können Patienten diese Wahrheit oft lange Zeit nicht verstehen. Das hat, denke ich, schon auch mit Verarbeitungsmechanismen, Wünschen, Hoffnungen zu tun. Als wie problematisch aus ethischer Perspektive sehen Sie das an, wenn wir als Therapeuten eine Therapie geben,
von der wir wissen, sie wird nicht heilen. Ein Patient setzt aber genau diese Hoffnung in diese Therapie. Und wir können darüber eigentlich zumindest vorübergehend für Wochen, Monate, manchmal sehr lange keine Einigkeit erzielen. Ja, je länger es dauert und je größer die Unsicherheit ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die irrationalen, aus naturwissenschaftlicher Sicht, obsoleten Angebote in Betracht gezogen werden, weil dann auch die Geduld oft ausgeht, weil es ja auch bei der Therapie Belastungen gibt. Das ist ja nicht so, dass das alles ein Spaziergang wäre, sondern alles, was an Belastungen kommt, ist quasi in der Krisensituation Wasser auf die Mühlen der Wahrnehmung, dass da etwas mit einem geschieht, was vielleicht doch nicht ganz das Richtige ist. Also das ist bei Verläufen, die sehr lange mit einer relativ belastenden Therapie einhergehen, fast unvermeidlich, dass es zu solchen Verarbeitungen kommt. Weil heute mit dem Internet ja sehr niederschwellige Angebote bestehen. Und man kann von einem Blog zum anderen wandeln. Und überall findet man Leute, die sich echauffieren, was wieder passiert ist. Und all das sät auch Misstrauen. Man fragt, ist es denn das alles das Richtige, was mit mir passiert? Also, dass neben der und sei sie noch so optimal gestalteten medizinischen Betreuung läuft auf Nebengleisen. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz unzureichend systematisch untersucht ist und worauf man wahrscheinlich auch intensiver eingehen müsste. Einfach offensiv auch nachfragen, wo haben Sie Bedenken oder wo sehen Sie jetzt plötzlich die Dinge anders als noch vor einem Vierteljahr zum Beispiel? Frau Professor Winkler aus Heidelberg hat eine Frage gestellt, die ich fast empfinde, dass sie in eine ähnliche Richtung geht. Sie bedankt sich ebenso wie ich für den schönen Vortrag, war wirklich großartig und fragt, könnten Sie noch etwas auf den Stellenwert des Copings eingehen? Eine realistische Sicht der Dinge ist aus medizinethischer Sicht ja wichtig für Shared Decision Making. Wie würden Sie das bewerten? Na, je mehr wir den Patienten mit einbeziehen wollen in die Entscheidungen, desto mehr müssten wir doch verlangen, dass der Patient auch versteht, wo er steht und welche Ziele erreichbar sind und welche nicht erreichbar sind und mit welchen Wahrscheinlichkeiten Ziele erreicht werden könnten. Ja, das ist, wenn man so will, genau der Sprengsatz, der in dem Autonomiebegriff steckt. Das ist etwas, was häufig in der Medizinethik komplett unterschätzt wird, weil man ein sehr idealtypisches Bild vom Patienten hat unter der Maßgabe, die Person muss doch rationalen Argumenten zugänglich sein, wenn man nur intensiv genug mit ihr spricht. Und dass das häufig nicht der Fall ist, dass in sehr vielen Fällen die Voreingenommenheit, wenn man so will, abblockt alles, was von außen kommt. Also ich persönlich betrachte dieses Konzept des interaktiven Arzt-Patient-Modells und das ist ja sozusagen der Hintergrund für die partizipative Entscheidungsfindung, für außerordentlich optimistisch. Das setzt voraus, dass beide Seiten eine große Rationalität mitbringen, eine große Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft. Und das ist sehr oft nicht gegeben, wobei noch dazu kommt, und das macht die Sache noch dramatischer, muss ich sagen, dass auf der Patientenseite vieles auch nicht eröffnet wird, weil es einem peinlich ist. Weil man sagt, da macht sich jetzt jemand wahnsinnig Mühe und versucht mir was zu erklären und ich verstehe es nicht und ich will es nicht verstehen, weil ich es sowieso nicht glaube. Und das, was da angeboten wird, weiß der Kuckuck, was das ist. Am Ende ist das irgendetwas, von dem man schon längst weiß, dass es nicht hilft, wie ich gestern im Netz gelesen habe und dergleichen. Also es steckt ein enormer Optimismus hinter dem Konzept. Und es steht ein sehr, sehr auf Rationalität orientiertes Menschenbild dahinter. Und ich glaube, dass gerade bei den Assoziationen, die die Diagnose Krebs erweckt,
es ein kleines bisschen, sage ich mal, die Tiefe des Schreckens unterschätzt. Ich erlaube mir noch eine letzte, etwas spekulative Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich Sie auf das Gleis führen darf. Im Moment erleben wir in Teilen der Gesellschaft eine enorme Hinwendung zu irrationalen Verhalten, was Sie haben das auch angedeutet, teilweise im Internet, teilweise auf den Straßen, teilweise in der Politik mit großer Vehemenz sogar vertreten wird. Kommt da eine neue Welle von Irrationalität auf uns zu, mit der wir uns auch als Ärzte auseinandersetzen müssen? Glauben Sie, das hat Implikationen dafür, wie Menschen, auch Betroffene, mit dem Phänomen Krebs umgehen werden? Ja, das ist schwer zu prognostizieren. Also wahrzunehmen ist es auf alle Fälle. Und ich würde die Wahrnehmung teilen, dass es mehr wird. Die Frage ist jetzt, woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Welt, und dazu gehört die Medizin in ihrem Spitzenbereich zumal, sehr, sehr weit weg ist von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Und was man nicht versteht, demgegenüber ist man misstrauisch. Und dann kommt ein weiteres dazu, egal ob das jetzt Technik ist oder Medizin oder beides, dass es insgesamt einen großen Vertrauensverlust in Institutionen gibt. Das betrifft ja auch die Kirchen und Ähnliches. Also das heißt, ein Basisvertrauen, das wird schon stimmen, was die sagen, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Diese Haltung gibt es nicht mehr. Nehmen wir zum Teil sogar bei unseren Studierenden wahr, dass, obwohl die ja erstklassige Ausbildung auf höchstem Niveau und naturwissenschaftlich basiert bis zum geht nicht mehr bekommen, zu einem sehr, sehr hohen Anteil komplementärmedizinische Modelle, obwohl die vollkommen inkompatibel sind mit dem naturwissenschaftlichen Modell, als echte Alternative begreifen. Warum nicht? Und wenn man dann sagt, das ist aber dann blanke Scharlatanerie, dann sollte man besser Heilpraktiker werden, als 6 Jahre zu studieren. Dann können die das nicht verstehen. Das liegt daran, dass diese Modelle auf den ersten Blick wahnsinnig plausibel sind. Die sind einfach, die kann jeder verstehen. Die arbeiten mit uralten Methoden des Erkenntnisgewinns wie Analogiebildung. Das ist auf den ersten Blick plausibel. Warum sollen Nüsse Hirnnahrung sein? Ist doch Quatsch. Aber eine halbe Walnuss sieht aus wie ein Gehirn. Das ist Signaturenlehre. Also muss das so sein. Und ähnlich funktionieren phytotherapeutische Angebote und ähnliche. Das hat schon die Menschen vor Jahrtausenden überzeugt und das überzeugt heute auch noch. Also man unterschätzt tatsächlich die lange Dauer von solchen archaischen Denkmodellen. Vielen Dank, dass Sie sich auf mein Gedankenspiel eingelassen haben und hier einfach noch Ihre Gedanken und Positionen dazu deutlich gemacht haben. Wir könnten bestimmt noch sehr, sehr lange und vor allem wahnsinnig interessant diskutieren, aber Sie haben uns jetzt schon viele Anregungen und Einsichten mitgegeben. Vielen Dank dafür, Frau Professor Riha. In der Zeit, in der wir jetzt sind, möchte ich gerne weiterleiten zum letzten Vortrag unserer eingeladenen Referentin, Frau Professor Eva Winkler vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Ich hatte auch mit Frau Professor Winkler schon häufig zu tun. Wir haben sie immer wieder eingeladen als Autorin für das Forum, die Zeitschrift der Deutschen Krebsgesellschaft. Sie ist dort tätig, interessiert sich für die Belange der Ethik in der Onkologie, der Patientenorientierung in der Onkologie, Teile in dem Fall der Sektion Translationale Medizinethik, die Frau Professor Winkler leitet. Und Sie haben sich die Aufgabe aufbinden lassen von mir. Vielen Dank dafür, zu ethischen Aspekten der Präzisionsonkologie zu sprechen. Wir kommen gerade, bevor es hier losging, aus unserem molekularen Tumorboard. Sie haben auch eines der wichtigsten und größten in Heidelberg. Auch da wird sich sicherlich oft die Frage stellen, wie sind die Befunde zu deuten? Was bedeuten sie für den Einzelnen? Was bedeuten sie für denjenigen, der diese Befunde nicht hat und die gleichen Chancen und Optionen nicht bekommt? Ich bin extrem gespannt, wie Sie das Thema aufziehen, liebe Frau Winkler. Vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben.
Ja, herzlichen Dank, Herr Laudy, für die Einladung nach Leipzig. Kann man mich gut hören? Wir hören Sie. Ja, wunderbar. Ja, man ist ja immer bis zuletzt einerseits erleichtert, dass man so schnell jumpen kann, und andererseits auch ein bisschen angespannt, ob die Technik es auch wirklich erlaubt. Insofern, Ja, ja, herzlichen. ich glaube, die Risiken sind fast geringer, als dass der Zug irgendwo auf der Strecke stehen bleibt und Genau. Verspätung hat. Genau, also herzlichen Dank auch. Ich habe auch mit Spannung die meine Vorrednerinnen und Vorredner gehört, auch die Diskussion, und sowohl was die Autonomie angeht, als auch was die Rückmeldung von Zufallsbefunden angeht, gibt es da wahrscheinlich Anknüpfungspunkte. Ja, ich habe einen Überblicksvortrag und versuche dennoch spezifisch zu sein. Herr Leutig hat mich schon vorgestellt, bin hier Nationalen Tumorzentrum in Heidelberg, Oberärztin, also Onkologin von Haus aus und auch weiterhin in der Patientenversorgung tätig, aber meine Arbeitsgruppe und ein großer Schwerpunkt ist die Medizinethik. Und deshalb greifen wir viele Fragen auf, die in der klinischen Versorgung aufkommen, solche wie auch im klinischen Ethikkomitee bei uns diskutiert werden, zu Entscheidungen am Lebensende, aber eben auch viele forschungsethische Fragen, die so an der Schnittstelle zwischen Forschung und Versorgung aufkommen. Und um die soll es heute gehen. Das war mein Thema, was mir gegeben wurde, ethische Aspekte der personalisierten Medizin. Deshalb möchte ich damit einen kurzen Überblick, was ich adressieren werde. Also zum einen zu fragen, was ist überhaupt, gibt es was Neues? Was sind denn die ethischen Fragen, die sich mit der personalisierten Medizin sprechen, und was ist neu ethisch gesehen? Die Fragenfelder, es gibt neue Fragen oder zumindest andere Schwerpunkte, als die wir vorher noch nicht so gekannt haben. Die wichtigsten Fragen und die Debatte darum werde ich Ihnen kurz skizzieren, wobei ich da nicht ins Detail gehen kann bei jeder einzelnen Handlungsfeld, sage ich mal, weil ich gerne noch kommen möchte zu ersten Lösungsvorschlägen, wie wir zum Teil das hier handhaben und wie andere das handhaben. Also in welche Richtung denkt man, wo geht der Trend hin sozusagen? Was ist neu an der personalisierten Medizin? Jetzt nochmal zurück sozusagen zu der idealen Welt oder dem Konzept personalisierte Medizin, oder wie Herr Laudy es vorhin anmoderiert hat, als Präzisionsmedizin. Präzisionsmedizin ist nämlich eigentlich schon ein Korrekturbegriff zur personalisierten Medizin. Also mal erstmalig verwandt vom Nationalen Forschungsrat in den USA mit ihrem Report oder White Paper sozusagen, was so ein Visionspapier war, Toward Precision Medicine, das schon 2011 veröffentlicht wurde. Und dort haben sie es dann eben Precision Medicine, Präzisionsmedizin genannt, weil sich über die Begrifflichkeit personalisierte Medizin vorher schon gestritten wurde, weil die Ärzte gesagt haben, ja, also personalisierte Medizin haben wir schon immer gemacht. Es geht uns immer um die Person, und natürlich haben wir Leitlinienwissen und statistische Informationen im Hinterkopf, aber wir behandeln immer den einzelnen Patienten. Deshalb, was ist da jetzt neu dran? Also Präzisionsmedizin oder stratifizierte Biomarker, stratifizierte Medizin wird es dann genannt. Und die Idee dahinter, und das ist mal ganz interessant, sich dann diese Vision nochmal anzuschauen, ist tatsächlich praktisch alle Daten, die relevant sind, um die Erkrankung zu und die Erkrankungsentstehung zu verstehen, so um einen Patienten herum oder eine Patientin herum zu orchestrieren, dass man damit die Behandlung oder die Prävention oder die Prädiktion steuert. Und die Analogie, die der Research Council benutzt hat damals, waren im Grunde so die GPS-Systeme, die wir auch täglich benutzen oder viele von uns benutzen, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, also beispielsweise Google Maps, die genau dasselbe tut im Grunde verschiedene Lagen von Informationen so übereinander zu rechnen, dass man im optimal sozusagen, so wie man das möchte, die schnellste Route Punkt A nach B oder die landschaftlich schönste Route wählen kann. Und das sind eben dann Satellitenbilder, Postleitzahlen, Oberflächenstrukturen, wie alle anderen zu dem Zeitpunkt sich bewegen. Also eine ganz unterschiedliche Datenarten,
so übereinander zu legen und auf ein Individuum zu beziehen, dass man das manövrieren kann. So ist die ursprüngliche Idee gewesen. Und in einer gewissen Weise ist gerade die Onkologie ja Vorreiter oder paradigmatisch darin, das umzusetzen mit der molekularen Diagnostik. Wir haben es gerade gehört, die molekularen Tumorboards sind jetzt die Orte, wo wir schon eine ganze Reihe mehr Informationen diskutieren, als die wir in den herkömmlichen Tumorboards diskutieren, wo auch die Radiologie, radiologischen Bilder, der Verlauf und die Pathologie vertreten ist. Und jetzt schaut man auch die Genetik an und die Immunprofile und versucht zu verstehen, was macht die individuelle Variation in diesem Patienten oder in einer bestimmten Patientengruppe aus, stratifiziert die immer mehr nach biologischen Markern, um eben sowohl den Verlauf der Erkrankung als auch die Wirksamkeit von bestimmten Medikamenten und Therapien besser vorhersagen und auswählen zu können und natürlich auch als Basis, um weitere Therapien zu entwickeln. Wenn man sich jetzt nochmal das ursprüngliche Bild anschaut und zu der Frage zurück, was ethisch denn jetzt neu an der Sache ist, denn Forschung gab es ja auch schon vor der Präzisionsmedizin, dann ist es interessant, dass der Ursprung der Daten und der Erkenntnisse eben aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Sie kommen aus der klassisch aus der Klinik, also das, was immer schon in der Arztpraxis im Untersuchungszimmer erhoben wurde, was der Patient nach außen mitbringt, sozusagen an Erscheinungen, phänotypisch, was er berichtet über Symptome, unter denen er leidet, was er erlebt hat, sozusagen. Dann ist es dieser Forschungsanteil, Genom, Epigenom, zunehmend Mikrobiom. Und dann sind es aber auch zunehmend andere Arten von Daten, die der Patient selbst generiert, über Wearables und Apps. Und die epidemiologischen Daten, beispielsweise in welchem Bereich man lebt, welchen Umwelteinflüssen man da ausgesetzt wird. Und diese sollen jetzt systematisch zusammengeführt werden. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich das, was neu ist, als jetzt sagen wir mal Hintergrund für die ethische Diskussion, dass man phänotypische Daten und molekulare zusammenführt, ist auch per se jetzt nichts ganz Neues, aber dass man das systematisch integrieren will für die Steuerung von Behandlung und Therapie und für die Wirkstoffentwicklung, das ist neu. Insofern, ethisch gesprochen jetzt, als diese beiden Welten, Klinik und Forschung, eigentlich durch ganz unterschiedliche Prinzipien regiert werden. Wenn wir uns das anschauen, dann kennen wir alle und sind vertraut mit der ärztlichen Ethik, genauso wie diejenigen, die forschend tätig sind unter uns, mit der Forschungsethik. Und diese zwei Welten sind bisher relativ silomäßig getrennt und auch zu Recht getrennt, weil sie unterschiedlichen Zwecke verfolgen. Nämlich im Arzt-Patienten-Verhältnis geht es um die optimale Behandlung lege artis des Patienten. Es geht darum, dass das, was im Arztzimmer gesprochen wird, vertraulich ist und das nicht ohne Zustimmung des Patienten verlässt. Daher ist Datenschutz ein großes Thema dort. In der Forschung geht es nicht primär um die Behandlung des einzelnen Patienten und auch nicht sekundär, sondern um Erkenntnisgewinn. Und dafür müssen Daten und Ergebnisse verfügbar und nachrechenbar und transparent gemacht werden. Und der Forscher ist eben nicht der besten Behandlung des Patienten verpflichtet, sondern guter wissenschaftlicher Praxis und den Regeln, die dort gelten. Wenn man jetzt also systematisch die Daten integrieren will und diese beiden Silos zusammenführen und durchlässig machen, dann entstehen die meisten neuen ethischen Fragen oder Abwägungsfragen, Wertungsfragen tatsächlich an dieser Schnittstelle, wo die beiden Prinzipien sozusagen konkurrierend oder das Spannungsfeld deutlich wird. Und das zeigt sich an ganz vielen Fragen, die uns auch gestellt werden oder die Ihnen wahrscheinlich auch in molekularen Boards zum Teil begegnen oder in anderen. Das ist zum einen, mal hier, komme ich jetzt gerade nicht weiter. Gucken, doch, jetzt komme ich weiter. Das sind jetzt hier mal so aufgezeigt, ein paar der Fragen, die uns beschäftigen, auch. Eine Frage, wie Herr Berger sie gestellt hat, aber nicht aus dem klinischen Kontext, sondern aus diesem Forschungsbereich. Sollen denn Zufallsbefunde,
die wir in der molekularen Diagnostik jetzt nicht der klinisch getriggerten, sondern der tieferen Sequenzierung finden und die sich jetzt nicht primär um die Behandlung des Patienten an erster Stelle darauf fokussieren sollen, die an den Patienten zurückgemeldet werden? Und wenn ja, wie soll dieser Weg aussehen, vor allem wenn es relevante, gesundheitlich erhebliche Befunde sind? Wie können wir national Patienten- und Forschungsdaten sammeln und Datenmissbrauch verhindern? Denn es gibt ja mehrere Initiativen in Deutschland, die diese systematische Integration von phänotypischen, also Behandlungsdaten aus dem Versorgungskontext mit Forschungsdaten ermöglichen wollen, um den Zusatznutzen, diese Daten sekundär auszuwerten, nicht einfach verstreichen zu lassen. Die Medizininformatik-Initiative ist ein Beispiel, aber auch jetzt die neuen Diskussionen um Genom.de. Also das sind Initiativen, die sich in allen Ländern zeigen. Da ist Deutschland eher spät dran, sagen wir mal, wenn wir es mit USA oder Großbritannien vergleichen. Aber gerade auch wieder eine Frage letztlich, die sich so in der Beobachtung molekularer Tumorboards stellt und der vielen Zweitmeinungspatienten, die wir an den universitären Zentren sehen, ist das, was wir im Off-Label-Bereich dann auf der Basis molekularer Diagnostik empfehlen, was eine Chance auf einen Nutzen hat, aber eben eine umschriebene Chance auf einen Nutzen und aus einer Zentrumsempfehlung kommt immer das Beste für den Patienten, der vielleicht heimatnah eher eine palliative Behandlung bekommen würde und dann nochmal durch die Republik reist und an den verschiedenen Zentren fragt, ist da nicht doch noch irgendwas anderes möglich? Das sind so die Schnittstelle auch zur klinischen und zur palliativen Versorgung und Entscheidungsfindung, die wir heute in dem einen Fall auch schon ein bisschen angesprochen haben. Ich werde nicht auf alles eingehen, aber alle diese Debatten, ich habe sie hier mal geclustert, sind welche, die in den letzten 5 bis 10 Jahren jetzt auch intensiv geführt wurden. Also dieses Spannungsfeld Nutzung der Daten und Schutz der Privatsphäre, gerade wenn es um genetische und größere genetische Datensätze geht. Wie sieht da die Verantwortung und auch die Governance, also die Aufsicht der Forschungsinstitutionen aus, also dieses Forschungssilos, gerade wenn es eben näher an die Klinik rutscht, hat dann auch der Forscher Verantwortung dafür, dass Zufallsbefunde zum Beispiel zurückgemeldet werden oder bleibt Forschung Forschung? Wie kann der Patient all dies rechtzeitig und vorausschauend so erklärt bekommen, dass zum Beispiel ein Recht auf Nichtwissen gewahrt bleibt, wenn es um Rückmeldung von Zusatzbefunden geht und wie viel Recht und Zugriffsrechte hat er denn auf seine eigenen Daten, wenn er daran Interesse hat? Und das, was ich zuletzt angesprochen habe, Evidenz und Nutzennachweis ist natürlich auch was für die personalisierte oder Präzisionsmedizin ein Must-Have ist und was auch ein Entwicklungsprozess im Studiendesign und in den Nachweismöglichkeiten erforderlich macht, der aber auch schon im Gange ist. Ich würde jetzt in den verbleibenden Zeit nicht alles erschöpfend adressieren können, aber würde mich auf die ersten drei, wahrscheinlich, wenn ich auf die Uhr schaue, sogar eher ersten zwei Dinge, ich gucke mal, wie weit ich komme, konzentrieren und Ihnen berichten, was wir dazu diskutiert haben und auch zum Teil an ersten Antworten ausgearbeitet haben. Und wir, das bin nicht ich, sondern ich bin nur praktisch Sprecherin einer Plattform, die sich aufgrund letztendlich den großen Fortschritte der molekularen Diagnostik hier 2010 schon anhand eines Patientenfalls eigentlich zusammengeschlossen hat. Das EURAT-Projekt oder EURAT-Plattform steht für ethische und rechtliche Aspekte. Damals noch der Totalsequenzierung, heute würden wir sagen Next Generation Sequencing, also der tieferen molekularen Analyse. Und da finden sich zusammen Forscher aus den Naturwissenschaften, der Klinik, also mit Humangenetik und Pathologie und der Onkologie, mit Normwissenschaften an Ethik und Recht. Und wir greifen eben diese Fragen aus der Klinik aus, recherchieren intensiv, diskutieren das und versuchen dann Position zu beziehen und haben das in einer ersten Stellungnahme schon 2013 gemacht. Die wurde dann aktualisiert, Eckpunkte für eine Heidelberger Praxis der Ganzgenomsequenzierung. Wir wollten nicht für ganz Deutschland sprechen, sondern eher für die Institutionen vor Ort, aber
haben inzwischen auch gehört, dass viele der praktischen Dokumente auch an anderen Standorten adaptiert wurden oder als Blaupause genutzt wurden. Zumindest jetzt sind wir im engen Austausch auch mit anderen, die das für sich nutzbar machen wollen. Und dort wird, also in dieser ersten Stellungnahme, ich komme gleich auch noch auf eine zweite zu sprechen, ist das Thema, was ich jetzt als erstes Handlungsfeld eingeführt hatte, nämlich das Spannungsfeld zwischen Nutzen der Daten und Privatsphäre. Ein großes Thema, was adressiert wird, dass das ein Spannungsfeld ist, gerade wenn man in der Idee, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, der Präzisionsmedizin möglichst viele Daten nutzbar machen will für den einzelnen Patienten und auch aber eben Gruppen identifizieren will, die seltene Mutationen haben, seltene Verläufe von Erkrankungen oder seltene molekulare Veränderungen, die die Erkrankung antreiben. Das macht es notwendig, dass man die Daten zusammenführt in großen Pools und clustert, um diese seltenen Muster zu erkennen und dann auch Wirkstoffe zu entwickeln. Insofern findet hier ein europäischer und auch globaler Austausch in Forschungskonsortien statt mit genomischen Daten. Und der findet natürlich nicht mit Klarnamen statt, also dass da praktisch der Patientenname mit draufsteht, sondern mit pseudonymisierten, also mit kodierten Daten, wo der Name durch und alles Identifizierende durch den Zahlencode oder was Ähnliches ersetzt wird. Das ist aber nur bedingt quasi ein Schutz, wenn es eben große genetische Daten sind, weil den genetischen Daten eben zu eigen ist, dass sie ab einer bestimmten Größe einzigartig sind für jeden Menschen und deshalb es theoretisch die Möglichkeit gibt, allein dadurch, dass sie in der Datenbank sind und abgeglichen werden können mit einer kurzen Sequenz, die vielleicht nicht in der geschützten Datenbank ist, dass man da den Patienten zurückverfolgen kann oder sagen kann, zu welchem Namen gehört denn dieser Gendatensatz. Dass das nicht nur ein theoretisches Risiko ist, sondern auch praktisch machbar. Das hat die Gruppe um Janif Ehrlich gezeigt am MIT. Die haben schon in einem praktischen Landmark-Publikation richtungsweisend dann 2013 in Science gezeigt, dass von größeren Forschungsdatenbanken über das Y-Chromosom, indem man sie abgleicht mit dem, was im Internet sonst so vorhanden ist und was Menschen ins Internet stellen, gerade wenn sie Ahnenforschung betreiben, die ja auch über das Y-Chromosom oder über den Gendatensatz läuft, dass sie da nicht nur Craig Venter, also bekannte Persönlichkeiten, die immer sehr offen mit ihrem Genom umgegangen sind, sondern auch andere Teilnehmer an Studien zurückverfolgen konnten, bis auf den Wohnort und auch die Familie teilweise, sodass dieses Reidentifizierungsrisiko ein relevantes ist. Das ist hier Janif Ehrlich, das ist sozusagen ein Whitehacker, also jemand, der immer wieder den Finger in die Wunde legt und auch weiterhin zeigt, wie sicher oder unsicher die Datenbanken sind und auch gute Vorschläge macht der Verschlüsselung und wie man die Technik so up-to-date hält, dass möglichst ein großer Schutz vor einer missbräuchlichen Reidentifizierung stattfindet. Wir haben auch unsere Patienten befragt und wissen wollen, wie sie dann das einschätzen, nachdem wir ihnen das erklärt haben mit dem Reidentifizierungsrisiko. Das war eine Fokusgruppenstudie mit Patienten und es war interessant, dass natürlich Patienten ein Interesse daran hatten. Das sind alles Krebspatienten, die praktisch an entweder Sequenzierstudien oder einer individuellen Sequenzierung im Rahmen molekularen Tumorboard teilgenommen haben, an Informationen zu Risiken durch die Datensammlung. Aber dass sie dann doch auch insgesamt eine ganz plausible Risikokalkulation für sich durchgeführt haben und gesagt haben, gut, wir sehen, das ist ein Risiko, aber sehr viel größer schätzen wir das auch nicht ein, als wenn wir jetzt mit der Kreditkarte einkaufen gehen oder Kundenkarten benutzen oder Ähnliches. Und vor allem denken wir, dass der Nutzen für die Forschung so groß ist, dass wir bereit wären, das Risiko auf uns zu nehmen. Also es ist nicht so gewesen, dass alle gesagt haben, dann hätte ich ja nie an der Studie teilgenommen oder dann hätte ich mich nie molekular analysieren lassen. Aber was sie auch sagen, ist, dass sie erwarten, dass es eine institutionelle Antwort gibt und auf den Umgang mit den Risiken. Also dass die jeweiligen Forschungsinstitutionen und Kliniken ein Konzept haben, wie sie diese Risiken minimieren und das auch kommunizieren.
Und so haben wir das letztendlich in dieser ersten Stellungnahme im Eurat-Konsortium auch umgesetzt. Die Antwort sozusagen ist zum einen, dass wir aufklären in unseren Patienteninformationen und die sind als Template sozusagen, als Muster auch in dieser ersten Stellungnahme drin, dass man die benutzen kann, über die, also eine adäquate Risiko- und Nutzenkommunikation, dass wir aber dabei nicht stehen bleiben, sondern ein Rahmendatenschutzkonzept für genomische Daten entwickelt haben, speziell für genomische Daten mit ganz klaren Regeln, was damit, wo man die speichern darf und wie man damit umgehen darf. Und dass wir durch einen Verhaltenskodex, den jeder Mitarbeiter hier am Standort unterschreibt bei der Einstellung und den wir versuchen auch mit nicht nur auf dem Papier, sondern mit Leben zu füllen, dafür sensibilisieren, dass eben genomische Daten nochmal eine andere Sensibilität erfordern, als das normal in der Petrischale vielleicht notwendig ist. Wichtig ist es, glaube ich, hier, dass man eben nicht am Schritt 1 stehen bleibt und sagt, na gut, wir haben ja aufgeklärt, sondern das wirklich zunehmend ernst nimmt, was ist denn unsere Governance und institutionelle Verantwortung, hier auch gute Lösungen zu finden und auch da hinein zu investieren. Deshalb ist in dieser Stellungnahme, die dann auch verbindlich erklärt wurde vom Senat der Uni, nicht nur für die klinischen Fächer oder für die medizinische Fakultät, sondern eben auch für die Biologie und die anderen Fakultäten, die mit Genomdaten umgehen, dass sie nicht nur einen theoretischen Teil hat, der das medizinethisch und rechtlich begründet, sondern ganz praktische Dokumente, also dieser Verhaltenskodex und die Musteraufklärungen sind dort zu finden und deren Begründung. Und so arbeitet Eurat eigentlich immer, dass wir sagen, die Begründung ist natürlich wichtig, aber auch für die Praxis ist wichtig, wie soll es denn umgesetzt werden? Wie konkret machen wir das dann mit der Aufklärung der Patienten? Das zweite wichtige Thema, das wir da adressiert haben, ist der Umgang mit Zufallsbefunden. Das haben wir heute schon mal aus dem klinischen Bereich gehört. Zufallsbefund kommt auch aus dem klinischen Bereich, eigentlich mit der Einführung der Schnittbildgebung vor allem, hat man gemerkt, dass man eben sehr viel mehr finden kann, als man eigentlich ursprünglich gefragt hat. Also ganz klassisch sozusagen die Anästhesie. Wenn man vor einer Operation sagt, man will eigentlich die Hüfte operieren, aber wir brauchen nochmal ein Röntgenbild der Lunge, um sicher zu sein, dass das mit der Beatmung gut klappt und dann im Lungenbild eben ein Rundherz sich zeigt, der unerwartet und bisher keine Symptome gemacht hat, dann ist es klar in der Klinik, dass man jetzt nicht sagt, naja, also uns hat ja nur die Hüfte interessiert und die Beatmungsfähigkeit, den Rundherz, den verfolgen wir nicht weiter. Das ist also klar, dass das ein Auftrag ist, bei Verdacht auf Lungenkarzinom beispielsweise dem nachzugehen. Und man hat auch in den großen Reihenuntersuchungen, in der nationalen Kohorte und mit der Einführung des Ganzkörper-MRTs, den sogenannten Manager-MRTs, eben eine ganze Reihe von Dingen gefunden, auf die man bisher nicht vorbereitet war und die zum Teil einfach Variationen waren, aber zum Teil eben auch relevante Befunde, die man besser vorher mitteilt, dass es sowas geben könnte. Und das hat man eben für die Genetik umso mehr erwartet, nämlich dass, wenn wir jetzt sagen, wir wollen gucken, was den Krebs antreibt, dass man nicht nur Mutationen findet, die dazu was sagen, sondern vielleicht auch eine Mutation, die sagt, dass man ein erhöhtes Diabetesrisiko hat oder hinweist auf erbliche Erkrankungen, die behandelbar und vorbeugbar sind oder welche, die nicht behandelbar sind oder noch nicht behandelbar, wie bei voranschreitenden Muskelerkrankungen oder die man selbst gar nicht erlebt, aber vielleicht an seine Kinder weitergibt. Und da ist es komplex. Da wird es komplex, weil auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens, das ist ja Wahrscheinlichkeitsinformation und kein Lungenrundherz, der schon unbedingt da ist, unterschiedlich sein kann und wir hier eben eine ganz klare, eigentlich in der Humangenetik Regel haben, die Sie schon kennengelernt haben, nämlich, dass es ein Recht auf Nichtwissen gibt und dass man vor jeder genetischen Testung erstmal überlegen, besprechen muss, ob man dass die jeweilige Information zurückgemeldet haben möchte. Und das geht bei der Ganzgenomsequenzierung insofern nicht, als man ja nicht alle 6000 möglichen monogenetischen Erkrankungen und alle Kombinationen vorher schon mal durchsprechen kann. Man kann das höchstens generisch machen. Und hier gibt es praktisch eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik, dass wenn überhaupt eine Dinge rückgemeldet werden, die einmal natürlich analytisch validiert sind. Das bezieht sich auf den Forschungskontext, der ja praktisch nicht unbedingt mit zertifizierten Methoden arbeiten muss und die gesundheitsrelevant sind.
also wo man direkt actionable, heißt das auf Neudeutsch, was daraus ableiten kann. In der Literatur ist es sehr unterschiedlich, was Menschen dazu sagen und wollen. Interessanterweise ist es so, also es gibt inzwischen, ich glaube aktuell, das ist jetzt kein ganz aktueller Stand, nochmal eine Übersicht von 183 relevanten Studien zu den Wünschen, Rückmeldewünschen von verschiedenen Personen und Patientengruppen. Die gesunde Öffentlichkeit, Bürger wünschen, behandelbare Befunde zurückgemeldet zu bekommen. Wenn man mehr ins Detail schaut, wünschen Patienten mehr Informationen, auch über nicht behandelbare oder unheilbare oder unabhängig vom Risiko Informationen und auch nicht unbedingt mit dem Qualitätsanspruch, dass es validiert sein muss. Und die größte Zurückhaltung eigentlich findet man bei den Fachleuten, diejenigen, die wirklich was davon verstehen, die Humangenetiker, die das praktisch als Fachdisziplin täglich machen, sind sehr zurückhaltend mit aller Rückmeldung, die nicht wirklich eine Konsequenz hat, während also die normalen, nicht humangenetisch gebildeten Professionals eher sagen, ja, also bis zu 80% wären wir interessiert an der Rückmeldung von Ergebnissen. Also das ist ein breites Spektrum hier. Wir haben das in EURAT jetzt als Punkt in die Aufklärung mit aufgenommen und haben dort so ähnlich wie eine Vorausverfügung oder wie eine Patientenverfügung, nämlich ein Patientenstatement zu den eigenen Rückmeldepräferenzen dort hinein ergänzt. Nämlich ob man ein Typ ist sozusagen, der nur die behandelbaren, also der überhaupt was zurückgemeldet haben will, aber die meisten wollen natürlich die Dinge, aus denen sich einen Nutzen und eine Konsequenz im Sinne von Prävention und Behandlung ergibt, eher zurückgemeldet haben. Wir haben aber auch eine zweite Kategorie über sogenanntes Lebensführungswissen, also wenn man zwar nichts tun kann, aber trotzdem vielleicht Interesse hätte zu wissen, ob man an einer spät manifestierenden genetischen Erkrankung ein erhöhtes Risiko hat oder nicht. Da kann man zu jedem dann sagen, ja oder nein, das möchte ich nicht wissen. Und wir haben für die fachgebundenen sozusagen Befunde innerhalb der Onkologie eine eigene praktisch fachärztliche Rückmelde, Ermessensspielraum, aber für alles, was dann außerhalb der Onkologie liegt und der Krebsprädisposition da ist, ein beratendes Komitee, also so eine Art Returnable Results Committee, wie das auch in den USA vorgeschlagen wird, vorgesehen. Aber solche Befunde sind in den letzten Jahren hier gar nicht aufgeschlagen. Das ist nochmal eine zweite Diskussion, können wir vielleicht nachher aufgreifen. Der dritte Punkt, der ist kein anderer als in allen anderen Bereichen der Medizin, dass die informationelle Selbstbestimmung, die ja mit einen Teil der Patientenautonomie ausmacht, wir haben schon über die realistische Aufklärung gesprochen, ein relevantes, aber eben auch ein Ideal ist und es einen steinigen Weg, deshalb dieses Bild dorthin gibt, auf dem es viele Hürden zu nehmen gilt, von der Lesbarkeit über die Gesundheitskompetenz, die mündliche Aufklärung, in welcher Verfassung der Patient ist, inwiefern zusätzliche Medien, die später oder früher eingesetzt sind, noch was beitragen können zum Verständnis und auch das Informationsbedürfnis des Patienten, was sehr stark variabel ist. Und natürlich jetzt nochmal im Kontext Krebserkrankung und Diagnose, natürlich so viele Dinge auf den Patienten einprasseln an Informationen und die Ressourcen, das alles zu verarbeiten mit der Bedrohlichkeit, eine ganz schlechte Gemengelage sind, um jetzt auch noch einen Grundlagenkurs Genomik zu machen sozusagen, dass das wirklich eine der Hauptherausforderungen ist. Die Daten hierzu, das brauche ich gar nicht so im Detail sagen, das gilt gar nicht speziell für genomische Aufklärung, dass das, was wir an schriftlichen Informationsmaterialien an unsere Patienten geben, eben häufig aufgrund der Tatsache, dass wir es als juristische Absicherung nehmen, nur bis etwa 6% der Informationen für Menschen mit Hauptschulabschluss verständlich ist, die lesen können. Viele Menschen können gar nicht gut lesen, auch in Deutschland nicht, und verstehen Schriftsprache nicht, wenn es mehr als 3-4 Wortsätze sind. Und ich denke jetzt an diese 30-seitigen oder 10-seitigen Aufklärungen. Das ist völlig unrealistisch, dass das jemand wirklich durchdringt. Und dann fehlt die Gesundheitskompetenz schon bei Fragen wie, ob die Leber ein paariges Organ ist oder nicht.
in unserer Ausbildung, vielleicht auch unserer Schule, sodass auf molekulare Ebene runterzugehen, wirklich eine Herausforderung ist. Aber eine, wir haben dazu eine Studie gemacht, die durchaus zu meistern ist, wenn man eben das mit Filmen und guten Bildern darstellt. Also das ist nicht so, dass man das Ziel schon gleich ganz aufgeben muss, aber man muss es ernst nehmen und da ähnlich viel auch oder überhaupt Ressourcen reinstecken, wie wir das in anderen Bereichen der Medizin ja auch tun. Also das ist sicher ein großes Handlungsfeld. Und das der zweite Aspekt davon, nicht nur aufzuklären, sondern wenn wir, wie der Ethikrat sagt, dahin kommen wollen, dass Patienten eine Souveränität mit dem Umgang ihrer Daten erreichen, dann sehen wir die ersten Anzeichen, welche Fragen das nach sich zieht an den wirklich datensouveränen Patienten. Und das sind jetzt doch auch zunehmend Patienten oder deren Angehörigen, die sich an uns gewandt haben, die im Rahmen dieser molekularen Diagnostik, im molekularen Tumorboard oder als Studienteilnehmer an Sequenzierstudien teilgenommen haben und sagen, ja, dürfen wir denn, wir haben doch damals teilgenommen oder sie haben doch meinen Mann sequenziert oder der Mann sagt selbst, ich habe doch hier mein ganzes Genom wurde doch entschlüsselt, ich bräuchte das, ich würde es gerne noch woanders hingeben für eine Zweitmeinung oder ich habe da eine Anfrage von einem Forschungsprojekt in Frankreich, würde das gerne unterstützen, könnte ich meine genomischen Rohdaten nicht mit nach Hause nehmen sozusagen. Und das ist eine Frage, die hat sich jetzt hier, jetzt nicht in großer Zahl, aber doch mit viel Kopfzerbrechen generierend gestellt. Und wir haben dazu mal geschaut, was es in der Literatur gibt. Interessanterweise eine große Umfrage in 75 Ländern von Ann Middleton, die war nicht sehr spezifisch nur jetzt auf Rohdaten aus genomischen Studien, aber hatte insgesamt dieser Online-Survey, aber sie hatte eben eine konkrete Frage, wenn sie als Forschungsteilnehmer an einer Ganzgenomstudie teilgenommen haben, wären sie interessiert daran, ihre Rohdaten zu bekommen. Und sie sehen, wie hoch das Interesse ist bei 70% der Genomforscher, klar, aber auch die Öffentlichkeit mit 61%. 57 sagen die Ärzte, die nicht Humangenetiker sind und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Humangenetiker sind am zurückhaltendsten. Interessant ist, dass man sie auch gefragt hat, weil auch die Öffentlichkeit, ja, was würden sie denn damit machen? Und sie sagen, sie würden dann damit zu ihrem Hausarzt gehen und sich das erklären lassen. Also da zeigt sich schon, dass es natürlich auch an dem Verständnis, um was es sich da handelt, fehlt. Und die Definition hier ist sozusagen ex negativo, dass Rohdaten eben Daten aus anfänglichen Verarbeitungsschritten der Sequenzierung sind, die keine wissenschaftlichen Ergebnisse sind und auch keine Interpretation mit Blick auf die medizinische Bedeutung zulassen. Das haben wir in einem BMBF-Projekt untersucht, auch von juristischer Seite, inwiefern das erlaubt ist oder sogar gesollt ist, diese Daten an Patienten zu geben, auch mit Blick auf das Humandiagnostikgesetz. Und da ist es so, dass das, ich gehe da jetzt ein bisschen schneller drüber weg, damit wir noch zur Diskussion auch ausreichend kommen. Also rechtlich gesehen gibt es nichts, was der Herausgabe entgegensteht. Und aus Sicht des Gendiagnostikgesetzes, es gibt sogar aus Sicht der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, sogar ein Recht auf die Kopie von persönlichen Daten und es gibt kaum persönlichere Daten als die Genomdaten. Insofern, ja, die Patienten haben ein Recht darauf. Und aus ethischer Sicht ist es natürlich so, dass man sagt, na gut, sie haben einerseits das Recht darauf, aber will das dann auch gut machen und fürsorglich so machen, dass es keine unrealistischen Erwartungen an die Nutzungsmöglichkeit gibt und keinen unvernünftigen Umgang damit, dass man die jetzt nicht gleich zur nächsten Analyse ins Internet hochlädt, ohne zu wissen, dass man sich damit und seine Familie und seine Eltern auch reidentifizierbar macht. Dann muss der Aufwand verhältnismäßig sein. Die Forschung darf jetzt nicht nur damit beschäftigt sein, quasi einen Sekundärmarkt für Rohdatenanalysen aufzubauen. Und die Einrichtung muss ausreichend geschützt sein vor dann im Grunde der Verantwortungszuschreibung, je nachdem, was der Patient da mit den Rohdaten macht. Das ist der Inhalt der zweiten Stellungnahme, die ist letztes Jahr rausgekommen, kommt jetzt gerade die Tage, also morgen, also wollen es die Woche verschicken, auf Englisch noch raus, eigentlich der erste ist auf Deutsch und auch die enthält wieder eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, rechtliche Aspekte und ethische Aspekte, die Dinge, die ich jetzt nur kurz umrissen habe, begründen. Und dann wieder ganz konkret
Materialien sozusagen, wie das ablaufen sollte oder könnte, so haben wir es jetzt hier implementiert, als Vorschlag, Muster für die schriftliche Information und auch die Bestätigung zum Erhalt der Daten und die Empfehlungen für den Beratungsinhalt, sodass man das praktisch rausnehmen kann und für sich benutzen und damit hoffentlich, dass es nicht nur in Heidelberg Anwendung und hilfreich ist, sondern auch an anderen Standorten. Das ist das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter, wo die Muster für die schriftlichen Informationsmaterialien, wo genetische Daten erklärt werden und was man wissen sollte, wenn man jetzt Rohdaten auswerten lassen möchte und worauf man, also worüber man sich bewusst sein sollte, ohne jetzt abzuschrecken sozusagen. Und damit ist sozusagen auch der zweite Punkt dieses dritten Handlungsfeldes, nämlich einerseits die Aufklärung und der Zugang für Patienten zu den Daten so ein bisschen umrissen und skizziert. Der erste nochmal zur Zusammenfassung war das Spannungsfeld zwischen Datensammlung und Schutz der Privatsphäre, wo eine adäquate Risikoaufklärung und umfassendere institutionelle Governance-Konzepte notwendig sind. Dazu gehört eigentlich der zweite Punkt, nämlich dass zunehmend auch Forscher, je mehr die Forschung an die Versorgung ranrutscht und an die klinische Versorgung von Patienten, auch verantwortlich sind, dass die Abläufe an den Schnittstellen gut funktionieren und eine Sensibilität dafür haben müssen. Deshalb diese Rückmeldung von Zusatzbefunden, dieses Einpreisen und Aufklären dafür und der Verhaltenskodex. Darauf bin ich schon eingegangen, und worauf ich jetzt nicht eingegangen bin, ist das vierte Feld Evidenz- und Nutzennachweis, das nochmal ein ganz eigenes ist, auch in der Bewertung. Ich habe da zwar noch ein paar Backup-Slides, aber ich glaube, wir sind zeitlich jetzt schon ein bisschen insgesamt nach hinten gerutscht, und deshalb überlasse ich Herrn Lordig hier die Regie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank Ihnen für die außerordentlich interessanten Ausführungen, und ich kann Ihnen schon mal eines ganz sicher sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sagt, das ist bestimmt nicht nur relevant für Heidelberg, was Sie hier gerade leisten, sondern das sind ja Fragen, die jeden Standort, der mit, ich sag mal, modernen Methoden der personalisierten Medizin umgeht oder plant umzugehen, sehr helfen werden. Herr Dr. Fries aus unserem Zentrum fragt, ob es einen Markt gibt für genetische Rohdaten. Wo sehen Sie da vielleicht besondere Gefährdungsfelder? Also es gibt sicher einen Direct-to-Consumer-Markt in den USA, der sehr stark, also einmal stark durch die Anforschung gespeist wird, der geht exponentiell in die Höhe, und das erhöht, also dieses Interesse, woher komme ich, da wird ja dann so prozentual gezeigt, wie viel ist man Afrikaner und wie viel, also wo sind die genetischen Wurzeln. Das hat ja sicher auch was vielleicht Völkerverbindendes, wenn man weiß, dass man nicht nur sozusagen lupenreiner Europäer ist, aber es führt zu einer extrem höheren Abdeckung der praktisch europäischstammigen Amerikaner, was die Genetik angeht. Das ist ganz spannend, weil sich jetzt diese ganze, das ist für die Forensik vor allem so spannend, weil damit ja diese ganzen alten Cold Cases aufgedeckt wurden und man davon ausgeht, dass 70% der Amerikaner eigentlich, auch da gibt es so Hacker, die das mal ausrechnen, auch Janef Ehrlich gehört auch da wieder dazu, also praktisch über zwei Ecken rückidentifizierbar sind, allein durch das, was sie in diese Datenbank geben. Ob das, und jetzt im Forschungsbereich, ja, 23andMe hat ja eine starke auch Forschungssparte gehabt und ist aber dann von der FDA gebremst worden. Die durften ja dann keine genetischen Krankheitsinformationen mehr zurück, sondern nur noch so Lifestyle-Informationen zurücknehmen. Aber da gibt es natürlich, das ist natürlich trotzdem, alle die Genome, die bis dort gesammelt werden, haben natürlich einen enormen Wert für die Forschung. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung, wie wir öffentliche und privat finanzierte, kommerziell finanzierte Unternehmen in zusammenbringen. Denn das Wissen ist auf beiden Seiten da, aber es darf halt nicht privatisiert werden. Ich glaube, das ist eine große, nochmal zusätzliche Herausforderung, wie man Public-Private-Partnership gut aushandelt und eine Rückgabe auch an diejenigen, die da Daten geben, garantiert. Ich
Ich glaube, Sie haben uns schon dargestellt, was für immense Herausforderungen hier auf uns alle zukommen, diese Methoden der personalisierten Medizin ethisch und rechtlich korrekt zur Anwendung zu bringen. Auch eben dieser Verweis darauf, dass auch eine Governance der Daten erforderlich ist, die ja schon auch eine erhebliche Infrastruktur und Expertise auf dem Bereich voraussetzt, die, glaube ich, nicht jeder so selbstverständlich bei sich hat. Da sind Sie sicherlich in Heidelberg schon sehr gut aufgestellt und sensibilisiert. Eine Frage, die mich schon ständig umtreibt, möglicherweise wären Sie im letzten Punkt darauf gekommen, ist, dass ja auch keineswegs alle Menschen, die an Krebs erkranken, den Zugang zu den Methoden der personalisierten Medizin haben, sondern im Moment wäre es nach meiner Beobachtung wahrscheinlich geschätzt nur ein kleinerer Teil und keineswegs alle mit, ich sag mal, dem gleichen standardisierten Zugang oder der gleichen Qualität dessen, wie dann solche Befunde besprochen werden. Wie ist da so Ihre Herangehensweise oder Ihre Perspektive, dass wir schon irgendwann versuchen müssen, egal ob Land oder Stadt, egal ob Insel oder Heidelberg in der Mitte Deutschlands sozusagen, dass Menschen hier einen gewissen gerechten Zugang auch zur genetischen Diagnostik und der sich ableitenden Therapiemöglichkeiten bekommen? Ja, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, wo ich aber viel Fortschritt sehe, jetzt gerade in den letzten, sagen wir mal, 1, 2, 3 Jahren. Einmal, also jetzt für das Land Baden-Württemberg gibt es ja so ein Modell Versuchszentren personalisierter Medizin auszuloben sozusagen. Oder das ist eigentlich eine Infrastruktur, die vom Sozialministerium ausging, dass sie sagen, die Unikliniken sind sozusagen, nicht nur Unikliniken, Klinikum Stuttgart ist auch dabei, sind diejenigen, die in den molekularen Boards die Empfehlungen mitgeben. Da hat jeder Zugang zu. Umsetzung ist aber, ist dann in den onkologischen Praxen genauso wie da, wo die Patienten eben angebunden sind. Aber es braucht eben, und das sehen dass die Kassen ja mit an Bord, es braucht auch eine klare Qualitätssicherung, wie wird dokumentiert, denn die Kassen haben so den Eindruck, ja, wir investieren so viel in diese Off-Label- und Einzelanträge. Das ist einer der Kassenvertreter, sagt man, es bei uns so, wie wenn man Goldsäcke über einen Zaun wirft, man weiß nicht, ob sie drüben ankommen, was damit passiert, weil es so zum Teil kostenintensiv ist. Also dann braucht es schon eine Dokumentation, die eine Auswertung erlaubt, dann was dann damit passiert ist einerseits und auch eine Qualitätssicherung. Ich meine, auch wir, muss man ja ehrlich sagen, haben ja total steile Lernkurven. Ich würde mir auch nicht zutrauen, einen molekularen, ich lerne auch mit jedem Board sozusagen, aber die Einschätzung und das Durchforsten von Cosmic Databases und die Interpretation, das ist ja eine eigene Expertise, die da notwendig ist und auch die Schulung der Onkologen oder der Ärzte, die damit umgehen, für eine grobe Einschätzung zum Beispiel notwendig machen. Und das ist jetzt hier nur Baden-Württemberg, aber es gibt jetzt praktisch, sagen wir mal, praktisch gerade in den ersten Diskussionen die intensive Bemühung vom Bundesministerium für Gesundheit gemeinsam mit dem BMBF ein deutschlandweites Konzept für die Finanzierbarkeit einmal, also dass man das auch abrechnen kann, aber dann auch die Qualitätssicherung für molekulare Diagnostik unter dem Genom.de, also deutsche Genomdiagnostik sozusagen, aufzusetzen und auch europaweit zu verlinken. So, ich glaube, da werden wir viel sehen und können es auch sehr stark jetzt mitgestalten, wie wir denken. Und da muss, glaube ich, einfach wirklich auch diese klinische Expertise rein. Was dauert auch, wie lange dauert eine Aufklärung, die man gut macht und dass die auch abgebildet wird und das nicht, häufig wird das dann einfach so gesagt, das muss eben auch dafür noch aufgeklärt werden. Aber wir haben ja gesehen mit dem Recht auf Nichtwissen, da muss man schon gut erklären, was sind so ein bisschen wie bei einer Patientenführung, was sind Sie denn für ein Mensch, was ist Ihnen wichtig? Jetzt nicht über Stunden, aber es kommt halt zu den vielen anderen Aufklärungen, die wir machen, dazu. Insofern müssen wir auch da auf der klinischen Seite gute Konzepte haben, wie das umzusetzen ist, denke ich. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch noch im Blick auf Verteilungsgerechtigkeit ist, dass wir akzeptable Kriterien entwickeln, ab welcher Konstellation einer molekular basierten Evidenz
eine Solidargemeinschaft dazu aufgefordert werden kann, in Form der Krankenkassen auch das Geld dafür auszugeben, damit eben nicht der Effekt entsteht, wir werfen Goldsäcke über den Zaun und wissen nicht, was passiert. Und im Moment sind wir in einer ganz hässlichen Situation, dass teilweise abhängig davon, in welchen Bundesländern Ärzte und Patienten leben. Es heißt, bei uns genehmigt das die Krankenkasse immer oder der prüfende MDK und ein anderer berichtet dann aus seinem Bundesland, bei uns geschieht das nie. Und ja. Sie wissen ja, dass wir von der ESCO aus auch diese S-Cut-Scale als einen der möglichen Vorschläge entwickelt haben, welche molekulare Evidenz vielleicht wie anzusetzen ist. Und sehen Sie da auch bundesweite Bemühungen, dass man sagen kann, naja gut, wir brauchen wenigstens erste klinische Evidenzdaten, um hier etwas zu tun. Oder es würden uns womöglich sogar auch Analogschlüsse aus dem Reagenzglas oder aus Versuchstieren reichen, um im Einzelfall einmal eine personalisierte, molekular zielgerichtete Therapie zum Beispiel zu starten? Ja, also ich sehe, da gibt es ja doch einen Trend zur Harmonisierung, was diese Evidenzlevel angeht für die molekulare Diagnostik. Aber es ist so ein bisschen, also man muss ja auch sehen, dass die weit unter dem sind, was an Evidenzleveln gefordert wird von den MDKs, wenn man an deren Methodenpapiere schaut, da ist Phase 2 Evidenz eigentlich schon was, was gar nicht ausreicht, nicht? Und da muss man ja auch wiederum sagen, dass es in einer gewissen Weise, jedenfalls sieht mir das ja in der Onkologie, überholt. Wir haben Phase 3 Evidenz, da wissen wir schon, das ist gar nicht so gut wie das, was zum Teil in Phase 2 Studien schon gezeigt wird. Und wenn dann gefordert wird, dass A, B und C noch gemacht werden, weil es da ja Evidenz für gibt, bevor man dann in die nachgeordneten Studien geht, dann gibt es den vernünftigen Entscheidungsalltag auch nicht gut wieder. Also ich glaube, da müssten sich beide Seiten zusammensetzen und also in der Bewertung einheitliche Standards gemeinsam entwickeln. Denn jetzt, was jetzt Evidenz Level 1, 2, 3 in molekularen Boards ist und sich so nennt, ist ja nichts mit den, also ist nicht deckungsgleich mit den Evidenzleveln, die der MDK-Mitarbeiter anwendet und die scheinen auch nicht. Also wie Sie sagen, die Empfehlungen machen wir aber sogar im selben Bundesland, dass es darauf ankommt, wer wo offensichtlich so 50-50 Chancen gibt bei manchen Anträgen, ob die durchgehen oder nicht. Und das muss sicher, also das wäre ein gerechtigkeitstheoretisches Desiderat, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden. Bin ich ganz bei Ihnen, aber sehe, dass das, wir haben, also die Evidenzlevel selbst gibt es ja auch noch nicht so lange, dass sich das überhaupt dahin bewegt, dass man miteinander spricht und nicht von zwei verschiedenen Welten spricht. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr im Chat, liebe Frau Winkler. Wir sind auch ein paar Minuten drüber. Das war keineswegs Ihre Schuld. Das war hier ein bisschen die Technik in Leipzig, die uns aufgehalten hat. Ich fand es ganz toll, dass Sie uns besucht haben aus Heidelberg. Hier in Leipzig und wir kommen bestimmt wieder auf Sie zu in diesem und jenem Kontext. Ganz herzlichen Dank für den tollen, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag, Frau Winkler. Damit sind wir am Ende der Krebsmedizin aktuell 2020 angelangt. Wir machen natürlich in 2021 weiter, gehen dann, glaube ich, in unser achtes Jahr. Wir werden uns ein bisschen erweitern. Sie kennen die Initiative, die wir gemeinsam mit Jena in Form des Mitteldeutschen Krebszentrums gegründet haben. Wir werden also die Kollegen aus Jena mit einbeziehen, hoffentlich auch zahlreich als Teilnehmer, Zuhörer, auch als Referenten, auch als Mitgestalter. Wir werden ins Jahr 2021 virtuell einsteigen. Das ist, glaube ich, eben klar, warum das so ist. Trotzdem hoffe ich auch, dass wir genau Sie, die jetzt da sind, auch dann wieder begrüßen können. Wir werden in Kürze auch die neuen Themen und neuen Vortragszeiten kommunizieren. Und dann bleibt mir eigentlich nur, dass ich allen, denen ich mich in den nächsten Wochen persönlich begegnen werde, auch jetzt einen sehr guten Jahresausklang wünsche. Und vor allem natürlich gehört in dieser Zeit dazu, dass Sie sicher und gesund durch die nächsten Wochen kommen. Ganz herzlichen Dank auch, liebe Frau Professor Ria, dass Sie den Abend mitgestaltet haben. Und allen nochmal alles Gute, auf Wiedersehen und bis bald.